Heute geht es um eine Aktie mit Wasserstofffantasie. Das Unternehmen ist aber gleichzeitig profitabel, schon seit Jahren, und wirft eine Dividendenrendite von über 7% ab. Und außerdem gibt es heute von mir noch ein paar allgemeine Gedanken zum Klimaschutz und zur Bundestagswahl. Willkommen bei Zukunftsmärkte. In 6 Wochen ist Bundestagswahl. Viele sprechen da jetzt von einer epochalen Wahl oder von einer deutschen Schicksalswahl. Aber mir persönlich geht es irgendwie so, es lässt mich diesmal wirklich irgendwie ziemlich kalt, weil wir kriegen ja sowieso mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwarz-grüne Koalition oder eine grün-schwarze Koalition. Die Corona-Politik, die spielt übrigens angeblich keine große Rolle beim Wahlverhalten diesmal. Dafür ist eins von den ganz, ganz großen Themen diesmal der Klimawandel. Ist eigentlich kein neues Thema, das ist alles seit 30, 40 Jahren bekannt, aber zurzeit ist es eben besonders akut, weil es vor ein paar Wochen im Landkreis Ahrweiler sehr viel geregnet hat. Die Bundesregierung ist ja vorgeprescht mit ganz ambitionierten Klimazielen und die armen Grünen, denen bleibt jetzt kaum noch was anderes übrig, als dauernd zu sagen, das sei noch zu wenig und zu halbherzig und zu wenig durchdacht. Wir erinnern uns, das aktuelle Ziel ist ja schon eine Verringerung vom CO2-Ausstoß bis 2030 gegenüber 1990 um 65% und dann komplette Klimaneutralität bis 2045. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist diese herrliche Zeit bald vorbei, wo wir alle gedacht haben, wir sind ja eh schon richtige Ökos, weil wir im Winter keine Erdbeeren kaufen und weil wir beim Nudelkochen jetzt einen Deckel auf den Topf tun. Und weil wir natürlich auch ununterbrochen reden über die vielen, vielen Dinge, die es ja alle eigentlich gar nicht mehr geben dürfte auf der Welt. Also Kuhmilch zum Beispiel, offene Kamine, Feuerwerk, die Weihnachtsgans, alles ganz schlimm. Und unentwegt denken wir also nach über die Umwelt. Neben dem SUV in der Garage steht jetzt sogar ein kleines Elektroauto, mit dem die Mutti immer zum Edeka fährt. Gebracht hat unser ganzes Umweltbewusstsein bis jetzt aber fast gar nichts. Das Einzige, was erreicht worden ist, ist in der Stromproduktion erreicht worden. Da liegt der Anteil von den Erneuerbaren jetzt wirklich bei 45%. Das ist ein Erfolg, aber der Gesamtenergieverbrauch, der ist nur leicht zurückgegangen und da liegt der Anteil der Regenerativen leider auch nur bei 16%. Und das ist auch ein Knackpunkt, weil das, was bis jetzt erreicht worden ist, das war noch einfach. Und die Last dafür, die ist auch nicht den Wählern aufgebummt worden, sondern das hat Gott sei Dank nur die bösen Stromkonzerne getroffen. Schauen Sie sich die Aktien mal an von E.ON und RWE die letzten 15 Jahre. Aber der ganze Rest bis hin zur Klimaneutralität dann. Und wenn das eben auch kein wirtschaftlicher Selbstmord werden soll und vor allem auch, wenn das das Wohlbefinden des Wählers nicht belasten soll, weil da sind die vielleicht am Ende doch empfindlich und finden den Klimaschutz, wenn es sie mal trifft, dann vielleicht doch nicht mehr so toll. Da muss man sich jetzt schon was überlegen. Und außer dass jetzt jeder fordert, dass man die alternativen Energien jetzt noch viel, viel stärker ausbauen muss bei uns, außerdem fällt eigentlich keinem was Großartiges dazu ein. Und so würden sie dann aussehen, unsere neuen blühenden Landschaften, Windpark vor Sonnenaufgang, ländliches Idyll. Und es gibt ja viele Gegenden in Deutschland, da sieht es heute schon aus. Da fragt man sich schon ganz unwillkürlich, wenn so die ganze Welt aussieht in Zukunft, warum sollen wir sie dann überhaupt noch retten? Also viele offene Fragen und die Politik hat darauf jetzt auch nicht unbedingt Antworten. Und darum klammert sie sich relativ verzweifelt an Technologie, unter anderem Wasserstofftechnologie, in der Hoffnung, dass dadurch vielleicht dann doch irgendwie die Lösung kommt. Und damit wären wir auch endlich beim Thema. Tut mir leid, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, das Ganze. Aber Wasserstoff ist einer der großen Hoffnungsträger, gerade auch in Deutschland und in der EU.
Obwohl eigentlich jeder weiß, dass die Umwandlung von Strom in Wasserstoff, dass das total ineffizient ist eigentlich und dass wir auch nicht im Ansatz genug Strom aus alternativen Quellen haben, dass wir uns das leisten könnten, daraus Wasserstoff zu machen. Trotzdem, Wasserstoff ist gewollt, politisch gewollt oder zumindest im Moment sieht es so aus, dass es gewollt ist. Und man wird da wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass der Wasserstoff auch erstmal aus Erdgas kommt oder aus Atomstrom, weil man sonst ja die Wasserstoffwirtschaft, die man sich so sehr wünscht, am Ende erstmal überhaupt nicht kriegen könnte. Und zu dem Thema habe ich schon Videos gemacht. Ich habe zum Beispiel im Oktober Gazprom vorgestellt als den nächsten Wasserstoffgiganten. Das scheint sich gerade zu bestätigen. Letzte Woche hat Gazprom erklärt, dass man Russland bis 2030 als weltgrößten Exporteur von blauem Wasserstoff sieht. Also von Wasserstoff aus fossilen Energiequellen, wo der Kohlenstoff aber abgetrennt wird vorher. Ist vielleicht nicht ganz, was man sich bei uns so vorstellen würde, aber der Markt ist wahrscheinlich trotzdem da dafür. Und dann im April, da habe ich die chinesische Wasserstoffstrategie vorgestellt. Die ist pragmatischer als bei uns wahrscheinlich, aber deswegen nicht weniger interessant. Und zusätzlich gab es damals noch drei China-Wasserstoffaktien: Weichai Power unter anderem, den Motorenbauer aus China, hier auf YouTube auch bekannt als Weichai Power. Dann Sinopec natürlich, den Petrochemiekonzern. Es gibt also auch mehr Videos hier noch zu dem Thema, wenn Sie das interessiert oder wenn Sie sich auch grundsätzlich interessieren für Aktien aus den Emerging Markets. Und es steht Ihnen natürlich jederzeit auch frei, dass Sie meinen Kanal auch abonnieren. Dabei auch auf die Glocke drücken. Da sehen Sie dann auch, wenn neue Videos da sind von mir und was für Videos da sind. Und Sie unterstützen mich damit natürlich auch in meiner Arbeit. Also ich habe dann natürlich auch was davon. Aber ob das jetzt Gazprom ist oder Sinopec oder Weichai, bei all diesen Unternehmen ist Wasserstoff noch Zukunftsmusik. Das wirkt sich jetzt noch nicht aus, weil die ihr Geld jetzt verdienen noch mit ganz anderen Dingen. Aber das ist ja durchaus ein Vorteil. Sie verdienen nämlich schon Geld. Und das hat man mit vielen reinen Wasserstoffaktien eben nicht. Die haben ausschließlich die Wasserstofffantasie und darum sind sie auch viel spekulativer. Was man ja dann auch gemerkt hat die letzten Monate mit so Aktien wie Ballard Power, Plug Power, Nel Asa und wie sie alle heißen. Dann vielleicht ja lieber Wasserstofffantasie, aber zusätzlich eben noch ein profitables operatives Geschäft. Und so ist es eben auch bei der Aktie, um die es heute geht, nämlich bei Kingling Motors. Kingling Motors als Aktie unspektakulär eigentlich, ein chinesischer Nebenwert, 3000 Mitarbeiter. Sie bauen vor allem Lastwagen, Pickup-Trucks und Geländewagen. Und zwar Modelle vom Partner Isuzu aus Japan für den chinesischen Markt. Isuzu ist da auch beteiligt bei Kingling zu ungefähr 20%. Das Ganze läuft gut, aber es ist nichts Weltbewegendes. Wir haben hier den 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Auch der ist nicht weltbewegend, das weiß ich schon. Also Aktie hat sich natürlich erholt vom Tief in der Corona-Krise letztes Jahr, aber wir sind noch weit entfernt von den Kursen so 2017, 2018. Und auch die letzten Monate, da lief es auch nur sehr mäßig, so wie bei vielen China-Aktien ja. Und hier ist der Einjahreschart noch. Da sehen wir, dass es Mitte April einen Kurssprung gegeben hat. Da ist Folgendes passiert damals. Kingling hat ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, zusammen mit Bosch, dem deutschen Autozulieferer. Sie haben gegründet die Firma Bosch Hydrogen Powertrain Systems. Damit will Bosch jetzt seine Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme auf den Markt bringen in China zusammen mit Kingling. Und das hat der Aktie einen Kurssprung geschafft. Nur seitdem, analog zum Gesamtmarkt, ist es dann doch wieder leicht runtergegangen, auch wieder, auch weil sich die Anleger wahrscheinlich gedacht haben, naja, Wasserstoff ist schon toll, aber es ist eben Zukunftsmusik und jetzt haben wir zwar dieses Venture, aber danach hören wir von der Geschichte möglicherweise erstmal ein, zwei Jahre gar nichts mehr. Und das ist auch nicht völlig abwegig. Aber
Was haben die eigentlich vor? Also was nicht unwichtig ist, Bosch hat viel schon investiert in so Brennstoffzellenantriebe, die dann ja mit Wasserstoff betrieben werden können, und will dann noch viel mehr investieren in den nächsten 3 Jahren, nämlich 1 Milliarde Euro. Damit dürfte das Ganze dann schon relativ ausgereift sein. Wir haben hier stilisiert mal das Antriebssystem in so einem Lastwagen. Ich habe es ja schon erwähnt, China sieht Brennstoffzellenantriebe eher im Bereich LKWs und Busse und jetzt weniger bei normalen Autos. Und was auch positiv ist, es geht da bei dieser Bosch-Technologie eben nicht um Brennstoffzellen, sondern es geht um das komplette Antriebssystem, wie man hier sieht. Also auch so Sachen wie Steuerung, Leistungselektronik, Luftkompressor und so weiter. Und hier haben wir nochmal den eigentlichen Antriebsblock. Das sind ja Dinge, die Bosch auch gut kann, und dieses ganze System mit allen Komponenten, das soll dann in China hergestellt werden, in einer Fabrik von Qingling, und es soll dieses Jahr noch eine Testflotte geben mit 70 LKWs von Qingling, und der Marktstart dann nächstes oder übernächstes Jahr. Und, was ich auch noch sehr gut finde, das System wird eben nicht nur ein System sein für die Qingling-Lastwagen, sondern dieses Gemeinschaftsunternehmen soll dann den kompletten chinesischen Markt beliefern, also auch andere Hersteller. Das Potenzial wäre grundsätzlich da. China will ja bis 2030 mindestens 1 Million Wasserstofffahrzeuge auf die Straße bringen. Und damit ist Qingling jetzt schon hier bei Wasserstoffantrieben natürlich ein Forschungspartner, Produktionspartner und Vertriebspartner von einem führenden Anbieter aus Europa. Und das ist natürlich schon was. Aber bringt das jetzt auch den Durchbruch? Bringt das wirklich was? Ich weiß es im Grunde nicht, und die übrigen Anleger wissen es offenbar auch nicht. Was ich aber weiß, dass ich mir keine so großen Sorgen mit der Aktie machen muss, wie mit anderen Wasserstoffaktien jetzt vielleicht. Weil ich habe hier viel Substanz. Ich habe so viel Substanz, dass mein Risiko nach unten begrenzt ist. Auch dann, wenn das mit Bosch jetzt der totale Flop wird. Wir haben eine KGV-Bewertung zurzeit von 11 ungefähr. Ist jetzt nicht spottbillig, ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig hoch. Und was den Anlegern aber fehlt momentan, das ist das Wachstum. Das Geschäft stagniert, es stagniert seit Jahren. Und die letzten 2 Jahre waren sogar unterdurchschnittlich, nochmal wegen Handelskonflikten und Corona-Krise. Und darum ist auch die Aktie nicht besonders gut gelaufen. Aber der Konzern ist durchgehend profitabel. Ich bin jetzt echt mal die letzten 10 Jahre auch durchgegangen. Das waren die Gewinne, die den Aktionären anrechenbar sind in den letzten 10 Jahren. Wie gesagt, die letzten 2 Jahre wieder schwächer. Wir haben auch sonst auf mittlere Sicht eigentlich keine echte Wachstumstendenz. Aber der Konzern ist zuverlässig profitabel. Dadurch haben wir eine hohe Substanz auch inzwischen. Im Jahresbericht 2020 war eine Gesamtverschuldung ausgeschrieben von 2,98 Milliarden RMB. Wir haben gleichzeitig aber ein Umlaufvermögen gehabt von 6,86 Milliarden RMB. Und dadurch ist der Konzern schuldenfrei und wir haben ein Netto-Umlaufvermögen von 3,88 Milliarden RMB oder umgerechnet 4,66 Milliarden Hongkong-Dollar. Und der Börsenwert ist aber nur 4,0 Milliarden Hongkong-Dollar. Liegt damit unter dem bilanzierten Netto-Umlaufvermögen, und das ganze operative Geschäft, also die Autoproduktion, die Lastwagenproduktion, die kriegen sie als Aktionär umsonst. Und außerdem, weil die Aktie ja keiner haben will, haben wir hier auch eine Dividendenrendite momentan von 7,4%, basierend auf der Ausschüttung für letztes Jahr. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich sogar mehr. Und wenn wir wieder zurückkommen sollten auf das Niveau von 2018, 2019 bei der Dividende, dann wären wir sogar bei 10-11%. Und das ist für eine Aktie, wo wir außerdem ja noch eine gewisse Wasserstofffantasie haben, ist es nicht so übel, meiner Meinung nach. Ich mag solche Aktien. Ich mag Aktien, wo ich eben feststelle, dass ich viel Substanz habe, weil dadurch habe ich ja auch einen Puffer nach unten.
Das Ganze kann aber auch einen Haken haben, weil wenn die Aktie heute keiner will, will sie in 5 Jahren vielleicht immer noch keiner. Und damit säße man dann in der Value Trap, in der sogenannten, und freut sich dann vielleicht ein paar Jahre lang über seine Dividenden, aber hat unterm Strich vielleicht doch nicht viel Gewinn gemacht damit. Das kann schon passieren, das kann auch hier passieren, aber wie gesagt, es gibt ja immerhin die Wasserstofffantasie vielleicht noch und damit eben eventuell auch eine gewisse Wachstumsfantasie in Zukunft wieder. Und wenn Sie jetzt Blut geleckt haben, wieder erwarten, und wenn Sie sagen, wie sieht es denn dann allgemein aus gerade mit den China-Wasserstoffaktien, die da besprochen worden sind, hier auch in letzter Zeit, wie ist da der aktuelle Stand momentan, jetzt aktuell, dann habe ich auch was für Sie, nämlich nächste Woche unseren neuen Zukunftsmärkte-Report, genau zu dem Thema auch mit den entsprechenden Einzelaktien dann. Die Reports von uns kann jeder lesen. Sie sind gratis auch. Das Einzige, was man dafür machen muss, man muss sich natürlich einmal eintragen und zwar auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag und außerdem unsere Reports kommen immer per E-Mail und sind damit auch besonders klimafreundlich. Und ich hoffe, Sie nutzen das. Ich hoffe, Sie haben außerdem Ihren nächsten Urlaubsflug auch schon klimaneutral gebucht. Und inzwischen gibt es ja sogar auch klimaneutrales Heizöl. 1 Cent pro Liter, habe ich neulich gelesen, bei einem Angebot geht an Klimaschutzprojekte in Uganda. Wahrscheinlich können die Leute da bald nichts mehr anbauen, weil alle Flächen jetzt bald besetzt sind mit kleinen Bäumchen vom deutschen Heizölkäufer. Aber keine Lösung ist perfekt natürlich, auch nicht beim Klimaschutz. Und wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, die beste Klimaschutzmaßnahme ist immer noch ein ordentlicher Lockdown. Einer geht noch, würde ich sagen, wir schaffen das. Und damit Ihnen alles Gute und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.